Hallo meine Mäuse, so es gibt heute ein kleines Unboxing-Video. Jetzt bin ein bisschen, ja, verschnupft bin ich nicht, aber es ist momentan totale Allergiezeit, also Pollen etc., echt zum Kotzen. Ich muss mein altes Stativ leider aus Werbegründen entsorgen und habe jetzt hier ein blauer Milchkarton-Stativ. Gut, wir packen heute The Witcher 3 aus. Ich dachte mir, ich packe das Spiel mal aus, weil es doch einiges für eine normale Version mit sich bringt. Machen wir jetzt erstmal die Plastikscheiße aus. Der einzige Grund, warum man sich eigentlich ein neues Spiel holt, damit man irgendeine Fummelscheiße hat. Ich hätte mir mal eine Schere beiseite legen sollen. Und sonst, wie ist das Wetter bei euch gerade? Wie geht's den Kindern? So. Also, ich merke schon an dieser Plastikscheiße, die ist ein bisschen Widerstand. Ah Gott, sie stark. Also, da hat man auch an der Folie nicht gespart. So. Hier liegt das gute Stück ausgepackt aus einer sehr, also es war schon nicht dieses Weichplastik, es war schon wirklich Hartplastik. Bonusinhalte über 200 Auszeichnungen. Das Ganze ist in einem Pappkarton, den ich mir oben schon eingedätscht habe. Sehr schön. Danke an die riesenharte Plastikpackung. Ja, wir haben hier die Plastikhülle nochmal. Halt original als Spiel so. Was haben wir denn da hinten stehen? Diese Welt braucht keinen Helden, sie braucht einen Profi. Sei ein Hexer, einer der letzten Auftragsmonsterschlechter. Finde das Kind aus einer Prophezeiung, eine lebendige Waffe, fähig zu ungebannter Zerstörung. Reise durch ein kriegsgebeutes Land und bekämpfe legendäre Gegner. Erforsche von korruptionserfressenen Städten und segle zu unentschlossenen Inseln. Heimat von zur See fahrenden Kriegsstämmen in einer Welt, die droht ins Chaos zu stürzen. Hast du das Schicksal aller in deiner Hand? Hier sehen wir nochmal ein paar Bildchen, sehr fein. So, jetzt kommen wir dazu, ich weiß gar nicht, was jetzt hier neu ist, weil man hat mir halt nur gesagt, dass hier ein bisschen mehr drin ist. Also für ein 60-Euro-Spiel, halt ein Standardtitel, hatten wir echt schon Limited. Ich sehe es direkt, CD-Projekt Red. Keine Ahnung, was es ist. Liebe Spieler, wir möchten uns herzlich für deine Unterstützung bedanken. Wir wissen es zu schätzen, dass du beschlossen hast, dein hart verdientes Geld für unser Spiel auszugeben und wünschen dir viel Vergnügen beim Spielen. Wir haben in den letzten 3 Jahren mit über 200 Kollegen an The Witcher 3 Wild Hunt gearbeitet. Und es ist uns bei aller Bescheidenheit eine große Freude, das Spiel präsentieren zu können. Wir von CD Projekt Red sind der Ansicht, dass der Kauf unseres Spiels zu fortdauernden kostenlosen Support, Updates, Pets und tollen neuen Inhalten berechtigt. Das lobe ich mir nochmal. Das schulden wir den Spielern, die an uns glauben und unser Spiel erwerben. Zum Dank haben wir etwas Besonderes vorbereitet. 16 DLCs zum Herunterladen, ganz und gar kostenlos für alle Spielversionen und Plattformen. Wir danken für deine Unterstützung und wünschen dir ein wunderbares Rollenspielerlebnis der nächsten Generation. CD Projekt Red. Sehr fein. So, jetzt haben wir hier nochmal. Oh, eine kleine CD mit den ganzen Soundtracks vom Spiel. Da, fein, CD, so welcher 3. Ich habe leider halb nur dieses Plastikmilchpaket, aber ich denke mal, die Unboxen bei mir sind eh nicht so professionell, deswegen ist es eigentlich ganz gut so. Hier haben wir, ja, die Blu-ray. Sehr fein, eine standardgemäße Blu-ray. Muss leider ein bisschen gucken mit den DLCs, dass man die nicht direkt alle sieht. Dann haben wir noch eine Karte, die ich leider nicht komplett zeigen kann. Keine Ahnung, ich nenne es mal Polyesterpapier. Also es fühlt sich. Es riecht auch. Es riecht so leicht chemisch papierig. Ah, geh doch auf! Sehr fein. Hier die halbe Karte und hier die andere Hälfte. Gott, was bin ich wieder professionell. Dann haben wir hier Wild Hunt Sticker, die man den Nachbarn aufs Auto kleben kann. Der freut sich bestimmt. The Witcher 3, das Kompendium. Da schaue ich erstmal rein. Okay, das ist tatsächlich schon die Anleitung. Finde ich ja schön. Da haben wir jetzt gerade schon fast einen Code gesehen. Ihr Schlingel. Das finde ich ja schön, dass Spiele noch ab und an mal Anleitungen haben. Dieses Spiel hat sogar zwei, sehe ich gerade. Hier ist nochmal eine Anleitung. Soundtracks und DLCs habe ich jetzt nicht gesehen. Vielleicht sind die auf der CD drauf. Ich gehe nochmal alles durch. Ja, wir haben mal die Sticker. Das Witcher-Universum, was ist das denn? Okay, es ist einfach nur so ein bisschen über Erklärung über das Spiel. Das, was tatsächlich früher einfach eine Anleitung drin stand, was man auf Klo bei längeren Sitzungen mal ganz gerne lesen konnte. Ist doch gerade, ihr seht eigentlich gar nichts. Aber das ist doch auch mal interessant. Ja, die, das. Ich denke einfach mal, die DLCs sind mit auf dem Spiel drauf. Also, das ist süß. Also, das ist echt süß. Ja, vielen Dank an das Entwicklerteam, die meine Videos wahrscheinlich eh nicht sehen werden. Coole Sache, solltet ihr Interesse an The Witcher haben, das ist absolut, also Bandai Allgemeinspiele meine ich,
stehen zum Let's Play frei zur Verfügung. Nur falls die Leute, die jetzt meinen, Boss, gibt noch nicht genug The Witcher 3 Let's Plays, ich hau noch eins raus. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten schlechten Unboxing. Tschüss. Ja, tschüss.